Hallo und willkommen zu einer neuen Serie an Videos über einfache Stromkreise. In der letzten Serie an Videos haben wir über die Grundlagen der Elektrizität überhaupt gesprochen. Wir wissen jetzt, was Elektrizität ist, wir wissen, was eine Ladung ist, dass ein Strom fließende Ladung ist, dass eine Spannung eine Art Druckgefälle, eine Potentialdifferenz zwischen zwei Punkten ist, dass eine Spannung eine elektrische Kraft hervorruft, ja, und dass dann irgendwelche wenn es kennen, irgendwelche Ladungsträger in Bewegung geraten und man das Stromfluss nennt. Und jetzt kommen wir an und für sich zu den technischen Anwendungen eines solchen Stromflusses. Die technische Anwendung eines Stromflusses heißt Stromkreis. Warum heißt das Kreis? Weil, dass irgendwo Strom rinnen kann, muss das immer geschlossen sein. Es ist auch logisch, ja, wenn man sich eine Wasserleitung vorstellt, die irgendwo abgesperrt ist, rinnt auch kein Wasser durch. Es muss das Wasser irgendwo raus können, irgendwo weitergeleitet, abgeleitet werden. Und die Sachen, die eben einen Strom weiter- und ableiten können, sind halt irgendwelche Drahteln, irgendwelche Leiter. Okay? Und deswegen muss man schauen, dass ein Kreis sich bildet mit verschiedenen Leitern, und dann kann auch Strom rinnen. Okay? Was brauchen wir jetzt alles für einen Stromkreis? Ja, ein Stromkreis, eine wichtige Sache, habe ich schon erwähnt, die sogenannten Leiter. Ja, die sogenannten Leiter sind eine wichtige Sache. Ich habe da viele verschiedene Dinge mal, also viele, ein paar Dinge habe ich aufgelegt, die in einem Stromkreis vorkommen können. Ich habe da eher kleinere Dinge verwendet, aber ist egal. Eine Sache ist ein Stück Draht. Ja, ein Leiter. Symbol eines Leiters, ja, in einem Stromkreis, wenn ich einen Stromkreis hinzeichnen will, Symbol eines Leiters ist so. Strich. Okay? Strich ist ein Leiter. Auch wenn es in der Realität nicht hundertprozentig zutrifft. Ja. Schau mal hin. Leiter. Auch wenn es in der Realität nicht hundertprozentig zutrifft, so ist doch, stellen wir uns den Leiter in unserer Theorie jetzt so vor, dass da praktisch kein Widerstand besteht. Ja? Das heißt, die Ladungsträger, die auf einen Ende hineinrinnen, kommen am anderen Ende auch wieder heraus, und zwar ohne Spannungsunterschied. Die rinnen dadurch ganz ohne Reibung quasi, ja? Ohne Widerstand. Das ist unser idealer Leiter und das ist das, was wir uns vorstellen. Okay? Also solche Leiter, was heißt das eigentlich, wenn die Ladungsträger da ohne Spannung durchrinnen können? Das bedeutet, dass hier und hier das gleiche Potenzial ist. Ja? Habe ich da 5 Volt, habe ich da 5 Volt. Habe ich da 1000 Volt, habe ich da 1000 Volt. Habe ich da 10.000 Volt, habe ich da 10.000 Volt Potenzial. Ja? Die Potenzialdifferenz, die Spannung entlang des Leiters ist 0 Volt. So stellen wir uns einen Leiter vor. Ja? Solche Leiter transportieren die elektrische Energie, ja, zu einem Verbraucher. Ja. Verbraucher werden üblicherweise von Widerständen dargestellt. Hier habe ich zwei Beispiele von Widerständen. Da. Ja. So schauen Widerstände aus, wenn man es kauft. Ja. Und wenn man sich einen Widerstand kauft, dann schauen die so aus. Fertig. Ja. Von dieser Art der Widerstände ist auch das Symbol abgeleitet eines Widerstandes. Das ist so. Kastel mit zwei Anschlüssen, mit zwei Leitern. So. Ja, es schaut genauso aus. Das ist ein sogenannter Widerstand. Wenn man zum Beispiel einen realen Leiter nachbauen will, mit Symbolen, ja, dann könnte man ein Stück Leiter nehmen und dann einen Widerstand, aber wenn es nur diskret jetzt als einzelnes Bauelement, meine ich, nicht wirklich gibt, ja, so kann ich mir auch vorstellen, das ist halt der Widerstand, es ist irgendwo ein Widerstand da drinnen eingebaut mit dem Leitungswiderstand und der Rest ist halt ohne Widerstand. Okay? In unserer Vorstellung. Also Widerstand ist eine Engstelle für den Strom, kann man sich vorstellen, ja, also eine Sache, die der Strom überwinden muss. Ja? Das ist ein Widerstand. Hier
gibt es verschiedene Widerstände, wie gesagt. Also das sind diskrete Widerstände, Fixwiderstände. Die haben so Farben drauf. Die Farben, die zeigen, wie groß der Widerstand ist, ja, wie viele Ohm so ein Widerstand hat. Ja. Dann gibt es so Dinge da, Potentiometer, die haben da was zum Verdrehen. Ja. Die haben auch drei Anschlüsse. Gibt es auch ein eigenes Symbol dafür. Ja. So. Anschluss, zweiter Anschluss. Und dann gibt es da den Schleifkontakt in der Mitte. Dritter Anschluss. Ja, das ist ein Potentiometer. Potentiometer. Sowas da. Ja. So Potentiometer sind hin und wieder eingebaut. Das kennst du, oder? Joystick. Ja. Und wir sehen hier drinnen, da ist ein Potentiometer eingebaut, ja? Oder hier auch in der anderen Achse. Ja? Also das findet schon durchaus eine Anwendung. Ja? Potentiometer. Da haben wir noch einen interessanten Widerstand. Schauen wir uns den einmal kurz an. Kennen wir das? Ein bisschen, ja, nicht so schlecht. Das ist ein Fotowiderstand. Der ändert seinen Widerstandswert aufgrund der Belichtung. Das Ding da, das ist ein bisschen fader. Ja. Schauen wir uns das an. Das ist ein kleines schwarzes Knopsi. Ja. Und das Ding ändert seinen Widerstand aufgrund der Temperatur. Es gibt also auch veränderbare Widerstände. Und wie es halt so ist in der Technik, wenn etwas veränderbar ist, dann macht man so ein Pfeilchen durch. Ja. Veränderbarer Widerstand. Man kann dann nur dazu schreiben auch den Grund, warum man sie verändert. Also wie gesagt, zum Beispiel mit der Temperatur oder mit der Lichtstärke. Das sind so kleine Zusatzsymbole da oben drauf. Ja. Es gibt dann auch noch andere Stromkreiselemente, wie zum Beispiel die Dinger da, das sind Kondensatoren. Das ist ein Elektrolytkondensator, der da und der da ist ein Keramikkondensator. Ja, es gibt, die haben alle eigene Symbole. Ja, die habe ich jetzt nur repräsentativ hier hergelegt, um zu zeigen, gibt es auch. Ja. Also das wären so die Symbole von einem Stromkreis. Und wenn ich jetzt einen typischen Stromkreis aufzeichne, ja, also da gibt es zum Beispiel eine Klemme irgendwo, ja, dann gibt es eine Zuleitung, okay, dann gibt es einen Verbraucher, ich zeichne jetzt hier einen Widerstand ein, ja, dann gibt es eine Retourleitung, ja, und das stecke ich hier irgendwie an. Ja. Widerstände werden mit dem Buchstaben R gekennzeichnet und das kennzeichne ich mit RL für den Lastwiderstand, R-Last. Gell? Und was wir dann machen üblicherweise, ist, wir zeichnen uns irgendwelche Ströme und Spannungen ein. Ja? Spannungen zeichnet man üblicherweise als Pfeile zwischen den Punkten ein, wo man sie sich vorstellt. Also hier zum Beispiel ein Pfeil herunter. Und da schreibe ich zum Beispiel dazu U0, weil ich denke, das ist die Spannung, mit der ich das Ding hier versorge. Ja? Die kommt halt von irgendwo her jetzt einmal. Ja? An einen Widerstand zeichnet man üblicherweise auch Spannungen ein. Das heißt, hier von einem Anschluss zum Widerstand zum anderen Anschluss des Widerstandes habe ich meine Lastspannung UL. Ja? Es ist immer eine gute Idee, wenn man das gleich nennt irgendwie in die Indizes. Ja? Dann kennt man sie nämlich auch aus. Ja, und dann zeichnet man auch noch normalerweise den Strom ein. Ich zeichne den immer rot ein, den Strom, der da rinnt. Das ist der IL. Ja. Es ist üblich, den Strom einfach nur als die Spitze des Pfeiles einzuzeichnen, weil der Strich ist ja eh da. Es ist ja nur, soll ja nur die Richtung zeigen. Ja. Und das ist auch schon, wie man es wählt. Ja. Man sollte unbedingt Strom und Spannung an einem Widerstand in die gleiche Richtung zeigen lassen. Ja. Das ist so, wie wenn man einen Träger auf zwei Stützen, also wie wenn man im ersten Moment ist so, wie wenn man Kräfte einzeichnen würde. Ja. Man zeichnet einmal irgendwie Kräfte ein, ja, passt. Ja. Und wenn wir das jetzt nachrechnen,
Ja, und irgendwo kommt ein negativer Wert heraus. Nein, er zeigt das halt nicht in die Richtung, sondern in die andere Richtung. Ja. Das Einzige, worauf man wirklich aufpassen sollte, ja, ist, dass an einem Widerstand Strom und Spannung, die angenommene Strom- und Spannungsrichtung in die gleiche Richtung zeigen. Ja. Weil dann gilt nämlich das Ohmsche Gesetz, und zwar U ist R mal I. Wenn eins davon in die andere Richtung zeigt, also wenn das I jetzt zum Beispiel in die andere Richtung eingezeichnet ist, das U in die andere Richtung eingezeichnet ist, muss ich das vorzeichenmäßig da berücksichtigen. Dann ist nämlich nicht mehr U ist R mal I, sondern U ist R mal minus I. Wenn das I da in die verkehrte Richtung zeigt. Und wenn das U in die verkehrte Richtung zeigt, ist minus U R mal I. Also ich rate, zeichnen wir einfach Strom und Spannung am Widerstand in die gleiche Richtung ein, dann haben wir mit dem kein Problem, brauchen wir nicht dran denken. Ja, und alles, was automatisiert passiert und man nicht dran denken muss, passiert ohne Fehler. Fertig. Ja, sonst musst du überlegen. Und wenn wir zum Überlegen anfangen, können wir beim Überlegen Fehler machen. Gut, also das ist so ein einfacher Stromkreis. Okay? Die Dinge, die ich hier eingezeichnet habe, sind die sogenannten Bezugssinne, heißen die. Ja, also das Ding heißt Bezugssinn. Das sind die angenommenen Richtungen der Ströme. Wichtig, ja? Ströme rinnen vom höheren Potenzial zum niedrigeren Potenzial. Also in die gleiche Richtung wie die Spannung. Okay? Die sogenannte technische Stromrichtung. Weil ja am Ladungstransport, vor allem in Metallen wie in üblichen Leitern, ja Elektronen, negative Ladungsträger beteiligt sind, rinnen die eigentlichen Elektronen rinnen ja in die andere Richtung. Ja? Aber weil die Elektronen minus sind und in die Richtung rinnen, rinnt der Strom ja in Summe in die Richtung. Das haben wir schon mal gesagt. Bezugssinn ist das also. Bezugssinn kann ich wählen, wie ich will. Ja? Später lernen wir kennen, wie wir so Stromkreise berechnen. Und wenn dann halt für eine Größe was Negatives herauskommt, dann geht die eigentliche Strom- oder Spannungsrichtung in die andere Richtung. Aber das ist ja eh logisch. Das ist man ja gewohnt, zum Beispiel in der Maschinenbauabteilung von den Kräfteberechnungen. Wenn im Moment negativ herauskommt, dann geht es in die andere Richtung. Also das wären so ein paar Symbole für den Stromkreis. Jetzt ist es ein sehr einfacher Stromkreis. Man kann auch verschiedene Stromkreisvarianten kombinieren untereinander. Ja? Man kann zum Beispiel Widerstände in unterschiedlicher Art und Weise miteinander verschalten. Okay? Das ist auch das Thema unseres nächsten Videos. Wie können wir Widerstände miteinander verschalten und was bedeutet das nachher? Für dieses Video danke ich für die Aufmerksamkeit. Schönen Tag noch.